Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Ocean's Heart. Wir haben jetzt hier diesen Geheimgang gefunden. Natürlich. Tidia, ab ins Wasser mit dir. Wie immer. Was ist hier? Korallenerz. Juhu, ich kann mein Schwert auf. Aber mehr kann ich jetzt hier nicht machen, gell? Hier sind nur ein Haufen Monster. Das war's eigentlich schon, gell? Nur diese Truhe. Autsch. Nee, wirklich nicht mehr. Nur die Truhe mit Korallenerz. Okay, weil schwimmen können wir nicht. Nicht schlecht. Na, jetzt haben wir halt einfach mal Korallenerz gefunden. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir jetzt gleich mal zum Schmied und machen unser Schwert noch schärfer. Wo war denn der Schmied? Ich glaube, die Schmiede waren hier unten. Genau. Oder machen wir unseren Bogen? Schwert oder Bogen? Schwert oder Bogen? Schwert oder Bogen? Schwert oder Bogen? Ich mache jetzt nochmal einen Bogen, oder? Ich würde aber lieber mein Schwert. Ja, ich habe jetzt nochmal meinen Bogen gemacht. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. So. Wir haben jetzt eine Kiste Orangen. Da ist irgendwer beim Brunnen. Das ist eine Mädel. Was ist das für einer? Okay, hier sind ganz viele Pflanzen. Die kann man nicht mitnehmen. Ich komme täglich zur Statue der Göttin der See, um die Tauben zu füttern. Manche halten die See für einen Mythos, aber ich meine, es ist die See. Ich habe sie gesehen. Okay, mehr nicht. Hat gar nichts gebracht. Wir haben übrigens immer noch keine weiteren Dinge gefunden. Keine weiteren Erweiterungen für diesen Blitz. Warte mal, wie soll man denn eine Maus zusperren können? Bist du sicher, dass du dieses Gerücht richtig verstanden hast? Was war ein Gerücht? Hey, hast du schon mal was von der Geistermaus gehört? Mein großer Bruder hat gemeint, dass es eine Geistermaus gibt mit einem Geist drinnen und dass sie deshalb zusperren. Was? Ich habe gehört, dass die uralte Eiche im Nordosten der Stadt hohl ist. Es heißt, wenn man den Mund auf den Stamm presst und ruft, kann man das Echo wie in einem alten Brunnen oder einer Höhle oder so hören. Ich glaube, dass der Baum einfach zurückruft. Die Leute sind echt verwirrt hier. Sie singt etwas, aber der Text könnte praktisch alles bedeuten. Du hast nicht den blassesten Schimmer, worum es in dem Lied geht. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, du trägst die Kleidung der Freiwilligen Flotte? Mein Bruder im Haus ist ein Bildhauer und jemand soll ihm helfen, Steine von Golems zu besorgen. Anscheinend eignet er sich am besten für die Bildhauerei. Wenn du helfen willst, geh rein. Oh, noch mehr Nebenquests. Ich wollte das Spiel heute eigentlich fertig spielen. Oh, du bringst ein Schwert in mein Haus? Perfekt. Ich brauche Hilfe, um diese Monster aus Ton zu erledigen und Material für Skulpturen zu gewinnen. Ich helfe dir. Großartig, hervorragend. Schnapp sie dir. Und jetzt? Hey, danke, du hast dieses Kiesdinger oder so zerlegt, als wären sie aus, keine Ahnung, Ton? Ich bin Bildhauer und kein Poet. Hier, das ist dein Anteil des Materials. Na toll. Gut, dann haben wir dem wieder geholfen. Bin ich ja dankbar. Ich habe gesammelte Fresse über die ganze Insel verteilten Leuchttürme gelesen. Sie wurden gebaut, um einen geliebten, an die See verlorenen Menschen zurückzurufen. Ihr Licht ist erloschen, was mich an diesen Baum erinnert. Nur, dass man den vielleicht nicht anzünden sollte, aber das Feuer in diesen Leuchttürmen könnte man gewiss wieder entfachen. Ich habe bis jetzt nur einen gefunden. Das ist die Herberge. Möchtest du ein Zimmer? Nein. Ich möchte eigentlich nur... Ach, das ist die Herberge. Ich möchte eigentlich nur unsere Freundin treffen. Hm. Hazel hat einige Notizen in diesem Buch verfasst. Tempel der See liegt im Zentrum des Meeres, wo auch immer das ist. Der König ließ sein Amulett denjenigen, die die See besuchen wollten. Was ist das für ein Amulett? Warum werden die Einzelheiten in den anderen Büchern der Bibliothek ausgespart? Welche fehlen? Nein, fehlen welche? Okay, die Hazel war auf jeden Fall hier. Hier liegt ein Stapel Bücher aus der Bibliothek von Eichenport. Nur Geschichtsbücher. Also,
Nein, theoretisch muss ja Hazel jetzt hier im Dorf irgendwo sein. Die Frage ist halt, wo, gell? Hier ist auch noch ein Zimmer, wo wir rein können. Ist aber leer. Hm. Aber wir könnten uns ja doch mal für einen Tag ausruhen, weil... Vielleicht ist die Hazel ja dann wieder da. Ich muss mal kurz die Aufnahme pausieren. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade die Katze retten. Die Katze war gerade verfangen in meinem Türabstreifer. Beziehungsweise Fußabstreifer. Die Hazel ist nach wie vor nicht da. Und da musste ich jetzt gerade eine Teppichfaser aufschneiden, damit ich seinen Daumennagel wieder rausbekomme. Ja. Kleine Doktorarbeit am Sonntag. Okay, wir haben jetzt über die Hazel haben wir... Warte mal, wir tun jetzt mal speichern. Und dann haben wir Feuerstrunk, Gabelmund, Eichenhafen, Krabbenhaken, Kitzkopf. Puh, Feuerstrunk waren wir ja schon mal. Aber links waren wir noch nicht, links oben waren wir noch nicht. Und bei Gabelmund sind wir auch noch nicht links hinaufgegangen. Die Spur wird heißer. Stattet der Bibliothek einen Besuch ab. Was haben wir noch an Nebenaufgaben? Die Kiste mit den Orangen. Okay, jetzt machen wir mal das. Wo geht's denn hier lang? Entschuldigung, hast du eine Einladung für die Geburtstagsfeier des Bürgermeisterhundes? Sowas gibt's? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid, die Feier ist nur für geladene Gäste. Ja, okay, dann ist mir das so relativ wurscht. Das sieht doch aus wie unsere Freundin, oder nicht? Nicht der, aber einer der Brunnen der Stadt ist ein Wunschbrunnen. Das oder jemand hat aus Versehen eine Bank mit den Wasserleitungen verbunden, weil an seinem Grundhaufen weiße Münzen herumliegen. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, etwas Geld hineinzuwerfen. Sollte man Geld in Hülle und Fülle zum Wegwerfen haben. Okay, wo geht's hier lang? Das ist der Baum. Ich weiß da nicht, was das soll, aber vielleicht können wir den Baum... Warte mal, wir probieren es jetzt mal. Vielleicht kann man da ein Loch rein sprengen. Ich gehe mal lieber ein bisschen weg. Weiß nicht, ob das der Baum ist, wo sie vorhin gemeint haben. Okay, das ist definitiv nicht. Ätherbomben, Salzkerzen. Da weiß ich auch nicht mehr, für was die waren. Der Baum hat mit Sicherheit nur irgendeine Bedeutung oder auch nicht. Wir gehen jetzt zu dem Mädel mit den Orangen. Was soll man jetzt wieder? Sind wir wieder ganz woanders? Ich bin verwirrt. Was ist hier? Nix. Wir müssen... Alter, da gibt's so viele verschiedene. Da ist jemand, der Bomben verkauft. Gut zu wissen. Der Bombenbauer. Willkommen, willkommen. Das ist der Bombenladen von Eichenport. Wir haben uns auf Bomben spezialisiert, nur dass wir derzeit keine Bomben haben. Da war diese Sache bei der Salpetermine. Das Übliche. Wir haben zu tief gegraben und ein Monster aufgeweckt. Man kennt das ja. Du gehörst ja nicht zufällig zu den Leuten, die gerne in Minen Monstern erlegen liegen, oder? Ich habe schon überall gefragt. Natürlich bezahle ich dich dafür in Bomben oder so. Anscheinend ist das genau die Art Probleme, um die ich mich in letzter Zeit so kümmere. Ihr habt euch das zwar irgendwie selbst eingebrockt, aber ich sehe mal, was ich tun kann. Oh, fantastisch. Du wirst das Monster töten, das ich mir selbst eingebrockt habe. Bitte, die Salpetermine ist südwestlich des Hafens. Verlasse die Stadt durch das Südtor und wende dich dann im Hafen nach Westen. Mein Praktikant ist bei der Mine. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Er lässt dich rein. Ah, schon wieder eine Quest. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Schluss alle Quests tatsächlich mache. Also das kann gut möglich sein, dass ich einige Quests einfach mal auslasse. Naja, ich habe jetzt halt mal nochmal mir was gewünscht. So, da ist sie mal ja auch schon. Wer ist da? Orangenlieferung, eine Kiste Orangen für dich. Du klingst aber anders als sonst. Naja, komm herein. Hey, du bist nicht der Orangenverkäufer. Moment mal, kenne ich dich von irgendwoher?
von der Tic-Tac-Toe-Meisterschaft. Oh oh, oh nein, du kriegst mich niemals lebend, Bulle. Au. Oh nein, schau, ich kann alles erklären. Mein Papa hat eine Orangenplantage und er hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Ich wollte helfen. Also klaust du einfach einen Haufen Geld? Nein, ich, naja, ja, vielleicht. Und du bist natürlich genau aus diesem Grund hier. Was willst du? Na gut, mein Papa und ich werden es schon irgendwie schaffen und das Geld finden, um die Plantage weiterhin in Betrieb halten zu können. Wir hätten uns jetzt aber anders entscheiden können. Ich mache die Regeln nicht, die bei denen es um Stehlen geht, aber die Regel wird im Allgemeinen halt als ziemlich gut empfunden. Also gut, wir haben jetzt das Geld. Wir hätten sie auch lassen können, aber ich will die Quest abschließen. Der Typ soll sehr komisches Geld wiederbekommen und Arsch lecken. Hast du das Geld gefunden, das das Mädchen gestohlen hat? Ja. Sag bloß, können wir das Turnier doch noch veranstalten? Du musst nicht mehr mitmachen, da die Diebe natürlich disqualifiziert wurde, aber du darfst die Hälfte davon behalten. Die Stadtwache war in Sachen Diebessuche keine Hilfe, also würden wir ohne dich mit leeren Händen dastehen. So. Ich wollte das Geld eigentlich gar nicht. So, jetzt haben wir das. Moment, ich muss jetzt mal ganz gucken. Verlasse die Stadt durch das Südtor, Thymians Bomben, Aufgaben Wolfram Erz, wo waren das noch? Du hast in der Sanduhrfeste Pläne für explosive Pfeile entdeckt. Ah, klar, das ist der eine Typ dann, der kann mir dann die Bomben machen. Gut zu wissen. Salpetermine. Halt. Thymians Bomben. Die alten Haine, Vogelträne. Spur wird heißer. Statt der Bibliothek einen Besuch ab. Das machen wir jetzt erstmal nur. Wo könnte die Bibliothek sein? Weg da, jetzt komm ich. Wo könnte die Bibliothek sein? Die Bibliothek. Keine Ahnung. Okay, der verkauft irgendwelche Bücher aus der Bibliothek. Hier war das Gruselhaus. Hier ist ein Brunnen. Hier gibt's nichts. Wo ist denn die Bibliothek? Die ist wahrscheinlich da, wo wir nicht hinkommen. Beim Bürgermeister. Was ist hier? Stadtwache. Guten Tag. Versteh mich nicht falsch, aber du siehst nicht anmaßend aus. Möchtest du der Stadtwache helfen? Ich habe eine Aufgabe, die keiner meiner Männer erledigen kann. Du wirst das 200 Kronen von mir erhalten. Naja, komm her damit. Ich weiß nicht, wie ich das sonst verstehen soll. Aber klar, was kann ich tun? Du weißt bestimmt schon, dass der Bürgermeister eine Geburtstagsfeier für seinen Hund plant. Er möchte zur Feier des Tages ein fantastisches Porträt seines Hundes enthüllen. Nun ist aber angeblich der Meisterdieb Luton in der Stadt. Stadt Luton. Wir machen uns Sorgen, er will das Gemälde stehlen. Wie kann das Gemälde von einem Hund so wertvoll sein? Keine Ahnung, ich bin kein Kunsthändler. Mir wurde nur gesagt, dass es so ist. Auf jeden Fall müsste sich jemand als schicker Partygast ausgeben. Herausfinden, wer Luton ist und ihn davon abhalten, das Hundegemälde zu stehlen. Das klingt doch nach Spaß. Mache ich. Wirklich? Gut, ausgezeichnet. Hier ist eine Einladung zur Feier. Begib dich einfach zum Palast, zeige deine Einladung her und tu so, als würdest du dazugehören. Berichte mir was, wenn du das Unglück verhindert hast. Ich bin nur hier und sortiere unsere Schwerter in alphabetischer Reihenfolge. Wahrscheinlich willst du mit dem Hauptmann sprechen. Oh Gott. Okay. Hey, willkommen im Gefängnis. Hier kümmern wir uns um Schurken, Halunken und das Lumpengesindel. Sieh dich ruhig um. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Da steht nichts, kann man nicht aufmachen. Steht dann irgendwas? Es liegen zwar einige Gesuchtplakate auf dem Tisch herum, aber die sind hauptsächlich für vermisste Hunde. Oh, okay. Auch nicht schlecht. So, wo ist die Stadtbücherei? Lager des Salons Salamanderkummer. Die Tür ist versperrt. Wolkensystem dieses Barometers will in Richtung Gabimund ausschlägt. Das ist ein sicheres Zeichen für frühen Frost. Ich habe das Wetter in den Knochen. Hä, wieso ist er jetzt... Dieses gerade selber dann übergelaufen. Warum?
Wolken zu messen, wie groß die waren. Dies ist ja nicht so. Ich kann nicht erkennen, ob der Winter warm wird oder nicht. Das war gerade sehr verwirrend. Wusstest du, dass der Hund des Bürgermeisters heute eine Geburtstagsfeier veranstaltet oder dass eine für ihn veranstaltet wird? Oder ist es der Bürgermeister? Der Mensch meine ich. Nicht der Hund. Oder ist es der Hund? Der Hund, der Bürgermeister? Ich kenne mich mit Politik nicht aus. Ich auch nicht. Salamanderkummer. Ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Dann gucken wir hier mal in den Pub rein. Schauen wir mal, ob wir noch Infos kriegen, vielleicht zu unserer Freundin oder zu unserem Vater. Und dann kümmern wir uns um, ich würde sagen, erstmal um diesen, was war denn das? Jetzt bin ich drüber weg. Und zwar über wir werden die Salpetermine in Auftrag nehmen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich auch die Thymiansbomben. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ade, waschi.